Herzlich willkommen zur Projektvorstellung von Lab2Org. Wir sind ein humanitäres Netzwerk, um weltweit Kindern und Migranten Zugang zu Bildung und IT zu ermöglichen. Uns gibt es seit 2010 und da ja, fast jeder Haushalt in Deutschland, jeder zweite Haushalt alte IT hortet, geht uns die Arbeit auch nicht aus. Wir sind eine sogenannte Grassroot-Initiative. Graswurzel, bei uns kann jeder mitmachen. Wir sind eine gemeinnützige NGO und in einigen Ländern, so wie in Deutschland zum Beispiel, gibt es Fördervereine. Wir sammeln IT von Privat- oder von Unternehmen, arbeiten diese auf, löschen die alten Daten, spielen Lernumgebungen auf und dann bringen Flugpaten die Geräte CO2-neutral zu den Kindern und Schulen. Auf dem gleichen Weg werden die Geräte dann auch zurückgeholt, wenn sie mal defekt sind. Wir versuchen sie zu reparieren oder werden sie dann entsprechend entsorgen. Wenn der Spender uns seine E-Mail mit auf den Laptop aufklebt, dann bekommt er eine Mail und kann sehen, wo sein Gerät dann später im Einsatz sein wird. Lab2 unterstützt 8 der 17 SDGs. Das sind Nachhaltigkeitsziele der UNO im Rahmen der Agenda 2030. Also uns geht es um hochwertige Bildung, um Geschlechtergerechtigkeit, dass sowohl Jungen wie Mädchen Zugang zu Bildung bekommen, um Infrastruktur, weniger Ungleichheiten, nachhaltige Städte und Gemeinden. Wir schonen die Umwelt und auch die Rohstoffe, nachhaltiger Konsum und Produktion, Leben an Land, auf dem Land, in ländlichen Gebieten auch entsprechend Bildung ermöglichen. Und wir haben ein großes Netzwerk an Partnern, Unterstützern, Unternehmen, die uns begleiten. Das ist auch Teil des Lab2-Projektes. Auf der Weltkarte sieht man einige Länder, die relativ hell sind. Und je heller die Länder dargestellt werden, desto weniger Computer gibt es dort. Also wir haben auf der rechten Karte dann die Lage unserer Projekte. Und wenn man das übereinander legt, dann sieht man, also Lab2 ist genau da tätig, wo die Laptops fehlen. Wir erreichen mittlerweile über 600.000 Kinder in fast 2.000 Projekten mit knapp 28.000 IT-Spenden. Das ist so der Stand im ersten Quartal 2021. Aber wir haben natürlich ein sehr dynamisches Wachstum. Man sieht das hier im blauen Bereich, das ist der Beitrag aus Deutschland. Der orangene Bereich ist der Beitrag aus Österreich und der Schweiz. Und die gelbe Fläche zeigt den Beitrag der übrigen Länder. Also von Deutschland kommt schon ein erheblicher Teil des Projektes und darauf sind unsere Helfer hier auch stolz. Mit jedem Laptop, der uns gespendet wird, den wir entsprechend aufbereiten, vermeiden wir, dass ein neuer Laptop produziert werden muss, denn das belastet sehr stark die Umwelt, Wasserverschmutzung, CO2-Belastung, Rohstoffe, seltene Erden. Und hier sieht man den Beitrag, den Lab2 bis heute geleistet hat. Also da sind schon erhebliche Umwelteinsparungen und Rohstoffeinsparungen mit verbunden. Wir geben dem Computer quasi ein zweites Leben. Damit das funktioniert, können wir allerdings kein aktuelles Windows-Betriebssystem einspielen, sondern wir setzen dort auf Linux, weil die meisten Geräte werden uns gerade deshalb gespendet, weil sie eben unter Windows 10 oder anderen Betriebssystemen nicht mehr schnell laufen. Und wir spielen dann nicht nur ein neues Betriebssystem auf, sondern sehr, sehr viel Lernsoftware, Office-Software. Das ganze System ist schlüsselfertig, sofort einsetzbar mit Programmen für barrierefreie Zugänge für blinde, sehbehinderte Anwender und, und. Also es ist eine sehr umfangreiche Sammlung an Programmen, an Lernprogrammen vom Vorschulalter bis zum Abitur- und Universitätsniveau auf jedem Gerät drauf, jeweils auch in den Landessprachen und auch sogenannte Offline-Content, Offline-Lerninhalte, damit die Kinder auch ohne Internetzugang lernen können. Es sind über 1000 Wikis, die auch in verschiedenen Sprachen dann vorinstalliert werden.
In Englisch ist es ungefähr 2 Überseecontainer, 150 Gigabyte an Material, Büchern und Videos. In Spanisch, Französisch, Deutsch und anderen Ländern entspricht das ungefähr einem Überseecontainer, wenn man das mal umrechnen würde. Dann haben wir sehr, sehr viele Programme für Homeschooling auch schon vorinstalliert. Gerade im Zuge von Covid-19, Corona bestand da eine sehr und besteht immer noch eine sehr große Nachfrage. Also die typischen Videokonferenz-Tools sind vorinstalliert. Je nach Bundesland, je nach Schule werden dann andere Tools eingesetzt. Über Browser kann man dann auch auf entsprechende Server für Schullösungen zugreifen. Das Ganze ist sofort sehr flexibel einsetzbar. LabDo pflegt ein großes Netzwerk an Partnern. Ob das Repair-Cafés sind, ob das Projekte sind, die Schulen im Ausland oder Inland unterstützen. Wir haben dort mehrere hundert Partner. Auf der Folie ist nur ein sehr, sehr kleiner Teil dargestellt. Und ihr könnt in jeder Form mitmachen. Das ist das Besondere am LabDo-Projekt. Jeder hat irgendwo ein Laptop oder ein Tablet herumliegen. Ihr könnt IT spenden, ihr könnt im Unternehmensumfeld oder im privaten Umfeld mal auf LabDo hinweisen. Wir haben ehrenamtliche Helfer. Unser Netzwerk ist sicherlich ausbaufähig. Wir sind noch nicht in jeder Stadt, in jeder Region vertreten. Da ist jeder herzlich willkommen. Ihr könnt dann Rechner entsprechend aufbereiten, installieren und vor Ort oder per Paketdienst dann weiterleiten. Auch da hilft unser Förderverein. Oder bei Reisen als Flugpate oder Transportpate Rechner mitnehmen. Wir suchen auch immer neue Projekte, also wer im privaten oder Vereinsumfeld IT-Bedarf sieht, kann sich gerne an LabDo.org wenden. Alles, was Kinder, Jugend, Bildung, Schulen, Jugendorganisationen betrifft, da kann LabDo helfen. Gesucht werden nicht mehr genutzte IT. So etwa 10, 11 Jahre gehen wir jeweils zurück. Aktuell ist das so die Dual-Core-Generation. Also XP nicht mehr so, Vista, das ist schon besser, da können wir fast jedes Gerät nehmen, Windows 7, Windows 8, eigentlich alle Geräte. Und E-Book-Reader werden gesucht, Tablets, PCs ab Android 5 oder iOS ab Version 8 oder auch Zubehörteile, Speicher für Laptops oder kleine Festplatten für Laptops. Bitte achte darauf, dass die Passworte, Sperrmuster, Pins entfernt wurden. Teilweise sind die Geräte so abgesichert, dass selbst unseren Technikern es nicht gelingt, die Geräte ohne diese Informationen zu entsperren. Am allerbesten entfernt er die, bevor die Geräte gespendet werden, denn ansonsten müssen wir einige dann auch leider entsorgen, wenn die nicht wieder in Betrieb genommen werden können. Und aus Datenschutzgründen wollen wir natürlich auch alles, was vorher drauf ist, entfernen, damit da nichts passiert. Wir haben auch auf der Unternehmensseite, auf der Unterstützerseite ein sehr großes Netzwerk. Auch hier ist nur ein Bruchteil der Firmen dargestellt, die uns helfen. Wir haben mittlerweile auch hier mehrere hundert Firmen, die mehr oder weniger regelmäßig beim Systemtausch uns dann die Altgeräte zukommen lassen. LabDo ist auch in den letzten Jahren immer wieder prämiert, ausgezeichnet worden. Wir haben verschiedene Preise gewonnen, den Umweltpreis der Stadt Düsseldorf, bei Google Impact Challenge, Green Tech Awards. Wir wurden im Kanzleramt ausgezeichnet im Rahmen des Start Social Projektes. Wir sind Teil des UNESCO-Programms. Unser Verein unterwirft sich den Regeln von Transparency International. Die Initiative Transparente Zivilgesellschaft verlangt, dass man dann eben Mittelherkunft, Mittelverwendung, wer unterstützt einen, offenlegt. Das könnt ihr alles auf unserer Homepage nachlesen. Wir wurden erst kürzlich vom Rat für nachhaltige Entwicklung Deutschlands ausgezeichnet als nachhaltigstes Projekt. Wir wurden von der Grünen Liga und dem Deutschen Städtetag als innovativstes Projekt Deutschlands ausgezeichnet. Engagementpreis haben wir gewonnen und, und.
Für Unternehmen vielleicht noch ein Hinweis auf den Bereich CSR. Wir machen natürlich gerne entsprechende Berichte gemeinsam über IT-Spenden. Wir bieten nach Social Days an, Freiwilligentage im Unternehmen. Da kann man dann einen Tag LabDo näher kennenlernen mit einem Teil der Belegschaft, die dann am Nachmittag auch gemeinsam aufbereitete IT-Spenden übergeben. Unser gemeinnütziger Verein kann Spendenbescheinigungen ausfüllen, Verzichtserklärungen auf Gewährleistungsansprüche, und über Partner können wir auch eine compliance-konforme Datenlöschung sicherstellen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Die Ansprechstellen in Deutschland, die Hubs und Annahmestellen, findet man über den hier dargestellten Link. Alle Hubs weltweit über den Link darunter. Da kann man natürlich dann auch nach Ländern filtern. Unser Portal zeigt jede IT-Spende, jedes Projekt, jeden Transport ganz transparent an. Also stöbert da einfach mal rum. Wenn ihr irgendwas nicht findet, dann meldet euch gerne oder tippt den Suchbegriff auf unserer Homepage ein. Da gibt es dahinter eine Datenbank, die auf das gesamte Wissen des LabDo-Projektes dann verweist. Vielen Dank und ich hoffe, wir sehen uns demnächst.